Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Dishonored. So, hier haben wir verdammt viel Leute gemacht und ich glaube, wir müssen einfach nur wieder hier rauskommen. Unbemerkt. Das ist, glaube ich, das Ziel. Wir müssen zum Sam, zum Schiff zurück, oder? Oder was war das? Samuel, genau. Wir haben den Regenten umgebracht das letzte Mal und müssen einfach nur noch zurück. Möglichst ohne erwischt zu werden. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Das war's mit dir. So. Ui. Kann man hier irgendwie abschießen oder sowas? Ich glaube, ich sterbe gleich, wenn ich so weitermache. Ui. Okay, das war nichts. Die Dinger sind echt heftig. Okay, da sind wir wieder. Also den direkten Weg raus ist schwierig, weil... Wo ist das Viech denn jetzt hin? Das muss hier irgendwo stehen. Ich weiß nicht, ob ich das so in die Luft abschießen kann einfach. Shit, ja, ruckel doch einfach mal ein bisschen. Single ihn, du bist alleine, Junge. Wo ist er? Da oben? Ich glaube, den kann man gar nicht töten, kann das sein? Aua! Ich bin so gut wie tot. So, jetzt weiß er zumindest nicht, wo ich bin. Renn raus! Puh, komm raus, raus, raus. Oh mein Gott. Ich brauche unbedingt was zum Heilen, aber hier gibt's nichts. Der ist immer noch da drin, das ist ganz gut. Oh, da kommt einer. Attentäter! Stirb, verdammt! Aua! Nein, das gibt's doch nicht. Also das war jetzt irgendwie fail. Ich denke, wir versuchen es doch mal wieder mit rausrennen. Einfach. So, okay, komm her, komm her, komm her, komm her, komm her, komm her, komm her. Lass, komm. Tschüss. So. Und hier runter. Uah. Oh, fishy, 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 nicht gut. So. Perfekt, würde ich sagen. Das war gar nicht mal so schlecht. Oh, der Turm darf mich natürlich nicht sehen. Hier unten ist Samuel. Wir gehen einfach mal hier unten weiter. Wir drücken erstmal 5. Das war schon mal ganz gut, was wir hier gemacht haben, würde ich sagen. Boah, 5 Ratten auf einen Streich oder sowas. Ja, ich werde schon wieder ein bisschen krank. Ich weiß, ich bin eigentlich immer krank. Offizieller Erlass. Auf Befehl des Lordregenten. Ab sofort ist jeglicher Zugang zum Dunwell Tower verboten. Ausgenommen offizielle Besucher, die über die Schleuse kommen. Das Haupttor bleibt ohne Ausnahme verschlossen. Dieser Erlass wurde vom Büro von General Tobias mit der vollen Autorität des Lordregenten verfasst. Von mir aus, aber er ist schon tot, der Lordregent. Also, wen juckt's? So. Guck mal, ist jetzt ein bisschen... Ah, oh, Heiltrank, sehr gut. Oh, noch eine Rune. Das war eine Rune. Eine Rune. Kann ich da irgendwie noch was gerade machen, hier eben so ein bisschen? Was habe ich denn noch? Du hast eine Rune und 3 brauche ich. Alles klar. Unwichtig, also. Die Munition habe ich scheinbar. Gehen wir mal hier raus, mal gucken, was passiert. Hallo. Tschüss. Die Tür geht zumindest nicht auf. Okay. Wo ist der? Wo sind die? Lauf, 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 lauf. Einfach hier rum. Rum, rum, lauf, 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 lauf. Er hat mich, glaube ich, gesehen, ne? Ja, er hat mich gesehen. Okay. Wo ist Samuel? Da hinten. Da komme ich von hier aus nicht hin. Kann ich da rüber mich teleportieren? Nein. Jetzt. Wo kommt ihr denn alle her? Hallo.
Boah, Alter. Kannst du mich mehr da oben? Tschüss. Da geht irgendwo raus. Okay. Wo muss ich hin? Die Richtung. Die Richtung. Alter. So, wo ist Sam da? Okay. Ja, sucht ihr mich mal. Ich bin schon lange. Und, weit weg. Wo bist du? Ich bin jetzt wieder hier drin. Und spring einfach ins Wasser. Genau, das ist gut. Samuel ist in der Richtung. Kann man hier einfach dahin schwimmen? Ich denke schon, ne? Das müsste eigentlich gehen. Hier sieht nicht so aus, als wären hier so viele Fische. Wir sind einfach die Schleuse wieder runtergesprungen. Es sind noch 20 Meter bis Samuel. Ich denke, das schaffen wir jetzt. Wir drücken vorher nochmal F5. Hier so im Wasser ist immer gut. Da unten wird gespeichert, man sieht's. Hey Sam. Du meine Güte. Was denn? Ist alles vollbracht? Ja. Sollen wir zurück zum Houndpits Pub? Jawohl. Vielen Dank, Corvo. Dann wollen bitte. Wir. Bitte. Ja, fahren wir zurück. Ja, das haben wir alles geschafft. Wir haben natürlich nichts gefunden, was wir irgendwie. Outsider-Schrein gefunden. Oh, interessant. Na, leider nicht. Okay. So. Große Veränderungen machen mir ehrlich gesagt Sorgen. Kleine Leute wie ich haben es immer am schwersten. Aber diesmal ist es anders. Der Lord Regent ist Geschichte, der Orden hat einen neuen Oberaufseher, unser Werk ist fast vollendet. Fast. Die anderen sind in der Bar. Vermutlich wollen sie ein Glas auf sie erheben. Okay. Ich werde draußen bleiben, wenn Sie erlauben. Na, wie immer. Nachdenken, solange wir die Zeit haben. Was auch immer du für eine Rolle eingespielt. Ich solle feiern. Okay, dann feiern wir mal. Mit den Kaisertreuen. Na, mach mal auf hier, den Laden. Hast du jemanden umgebracht? Wie viele? Ach, du bist Emily. Verdammt viele. Geschafft. Lang lebe die Kaiserin. Geschichte. Leb wohl, Hiram Burrows, die durchtriebene Schlange. Das Gesetz ist nun dehnbar und unsere Taten straffrei. Wir finden den Attentäter Dowd, der die Kaiserin getötet hat. Dann können Sehr Sie gut. Rache nehmen. Wir müssen Ordnung in das Chaos bringen. Jawohl. Das Militär wird dazu beitragen. Martin kontrolliert die Aufseher. Und Sie, Trevor, kümmern sich um die Angelegenheiten im Parlament. Lord Trevor Pendleton für Sie. Ohne mich haben Sie keinen Einfluss. Die Edelleute würden Sie in der Luft zerreißen. Verzeihung, wir sind angespannt. Sie sind fertig. Unsere Arbeit beginnt. Die Krönung wird improvisiert. Dennoch muss sie vorbereitet werden. Wir übernehmen das meiste, aber die Sicherheitsfrage bleibt. Emily ist den Mördern ihrer Mutter ausgeliefert. Ich bezweifle ein zweites Attentat, doch Sie müssen auf alles gefasst sein. Bin ich. Das stimmt. Ruhen Sie sich aus. Besuchen Sie Piero und machen Sie sich bereit. Für den Notfall. Auf Corvo. Alles klar, mach ich. Den Mann, der den Lauf der Geschichte verändert hat. Auf Emily Caldwin und den neuen Morgen, der für Dunwall und das Kaiserreich anbricht. Gut. Haben Sie Emily auch geistlich erzogen? Die sieben Gebote? Die Litanei. Ruhig aus, bevor du Emily am nächsten Morgen zur Krönung okay, eskortierst. Alles klar. So, dann werde ich mal eben hier schnell noch ein bisschen Geld mitnehmen. Piero, wo bist du? Alter Sack. Ist er nicht da? Hallo, Piero. Piero, wo bist du denn? Ah, hier ist er mal da. Interessant. Mhm. Soll ich etwas für Sie zusammenbauen? Ja. Ich brauche Heiltränke. Mana-Tränke, Heiltränke, Mana-Tränke. Das reicht. Danke. So, mehr brauche ich nicht.
Dann rennen wir mal nach oben in mein Bettchen und legen uns mal zur Ruhe, ne? Ist das nicht der... jetzt bin ich hier. Ihr feiert noch, dann... Gibt's hier Wurst? Oh, lecker. Irgendwas ist hier nicht so richtig. Ich glaube, das, was er mir gegeben hat, ist, glaube ich, nicht so toll. Drück mal jetzt 5. Ich glaube, im Glas war irgendwas drin. So, erstmal hoch in mein Bett. Ich glaube, das ist, der ist nicht ganz so lieb, wie er scheint, dieser Lord Pendleton. Wenn ich ehrlich bin. Ich bin doch schon fast im Bett. Ah, zusammengebrochen. Schade. Samuel, Sie wirken, als hätten Sie getrunken. Hat das Gift gewirkt? Ist er tot? Es sollte gewirkt haben. Hat mich ein Vermögen gekostet. Jawohl, Sir. Ich glaube, Corvo ist von uns gegangen. Ganz wie gewünscht. Sehr gute Arbeit. Wir brauchen den Körper nicht vergessen. Wenn wir mit der Leiche des Attentäters erscheinen, werden wir gefeiert. Gefeiert wie Helden. Ja, das verleiht uns die Berechtigung. Wir werden diejenigen sein, die den Lord Regenten gestürzt und seine Attentäter getötet haben. Vorsicht, Sie achten auf die Leiche, Samuel. Ja, Sir. Wenn ich wach werde, mache ich euch kalt. Warum ich meinen Hals für Sie riskiere, keine Ahnung. Aber ich gab Ihnen nur die halbe Dosis, Corvo. Sie haben mich beobachtet, aber nicht genau genug. Vielleicht überleben Sie. Ich verstehe, warum Sie sie hintergangen haben. So viele Leute mussten für die Sache sterben, das sind Staatsverbrechen. Vielleicht glaubten Sie, Emily nicht kontrollieren zu können, wenn sie in ihrer Nähe sind. Da könnten Sie recht haben. Ich verfrachte sie auf ein Boot und dann muss ich selbst verschwinden, bevor sie mich töten. Okay. Das kommt als nächstes. Ergibt den meisten Sinn. Wenn sie Glück haben, wachen sie auf und finden einen Ausweg aus dieser Stadt. Wenn nicht, dann leben sie wohl. Ausweg? Ich werde die alle umbringen. Mich vergiften wollen und mir alles wieder in die Schuhe schieben. Das hatten wir ja schon mal. Entschuldigung. So, jetzt werde ich wieder wach. Überschwemmter Bezirk. Okay. In einem Boot liege ich. Ich kann mich noch nicht viel umgucken. Ah ja, so langsam wird's. Der war bei der Kaiserin, als sie starb. Vergiftet. Tivianisches Zeug. Das Werk eines Anfängers. Er überlebt. Glaube entscheidet. Okay. Interessant, was hier noch so abgeht. Das sieht nach einem Käfig aus. Okay. Doch nur Fahrstuhl, um in die Stadt zu kommen, wer weiß. Ah, ich glaube doch eher Käfig. Fahrstuhl, Käfig. Zumindest kann ich mich wieder umgucken, das ist schon was. Wer bist du denn? Mein Wissen ist groß, Leibwächter. Ich erkenne das Zeichen auf ihrer Hand. Ein Geschenk von ihrem Freund. Ja. Der im Dunkeln zu ihnen spricht. Ja. Der spricht, wenn sie seine Schreine besuchen. Auch ich habe diese Schreine besucht. Ich weiß, wie es sich anfühlt, eine Klinge in die Kaiserin zu stechen. Aber sie kenne ich nicht. Wer sie sind und für wen sie kämpfen. Sie sind ein Rätsel. Das erlaube ich nicht. Oh, das ist nicht gut. Aua. Da sind die Lichter schon wieder aus. Ich würde es gerne mal abspeichern, weil die Zeit ist rum. Ich glaube, das ist der richtige Zeitpunkt dafür. Ich drücke mal eben kurz nochmal F5.
Der speichert automatisch. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.